willkommen im traditionsreichen Obertshausen. 9. Mal in Folge Green and Blue. Diesmal wieder hier, wo die Wurzeln von Green and Blue sind. Ja, einige von euch kennen das Gelände ja bereits, das Waldschwimmbad Obertshausen. Es hat sich auch nicht so richtig viel getan. Hinter mir seht ihr wahrscheinlich, die Bäume stehen noch. Der Rasen ist auch noch da. Green ist also gegeben. Ein paar Teile vom Gelände haben sich durchaus geändert, aber dazu später mehr. Vielleicht laufen wir erstmal ein bisschen auf dem Gelände jetzt rum und ich zeige euch ein bisschen was Green and Blue 2011 ausmacht. Wie ich schon gerade eben erwähnt habe, sind wir jetzt ja wieder zurückgekommen nach Obertshausen, da wo 2003 auch die allererste Green and Blue stattgefunden hat. Seitdem ist einiges Wasser den Main runtergeflossen. Wir waren leider gezwungen, auch das Datum zu wechseln. Ursprünglich wären wir am 11. September gewesen, weil damals noch Langen im Spiel gewesen ist. Jetzt sind wir mittlerweile am 4. September, das habt ihr ja sicherlich auch schon mitbekommen. Das Line-Up hat sich leider auch ein kleines bisschen geändert, aber ich denke nicht zum Negativen hin. Und wir können uns, glaube ich, auf ein sehr schallendes und tolles Event freuen am 4. September. Wir werden in dem Bereich, ihr seht es vielleicht da hinten jetzt gerade, da ist ziemlich viel Bauschutt, weil da ein Abriss stattgefunden hat. Leider sind alle Schwimmbäder da weggemacht worden, genau wie die große Halle, die ihr vielleicht auch noch von früher kennt. Aber das gibt uns natürlich einige neue Möglichkeiten. Wir werden da einen riesengroßen Beachclub machen. Wir werden, ich glaube, insgesamt 300, 400 Kubikmeter Sand hinschütten. Wir werden wichtige Palmen hinstellen. Wir werden große Schwimmbäder da selber hinbauen. Größere Pools, also das Blue ist definitiv wieder da. Wir können da auch wieder schwimmen gehen, wenn ihr wollt. Wir werden es richtig hübsch machen für euch. Wir geben uns da sicherlich sehr viel Mühe. Und direkt hinter mir könnt ihr eigentlich direkt auf die Bühne vom Sven gucken. Die wird breiter sein wie die letzten Jahre. Wir werden mehr Sound da verblasen. Ich bin da sehr zufrieden, was die Produktion angeht. Auch im neuen Jahr von der Green and Blue haben wir das Zwei-Bühnen-System. Da haben wir relativ wenig dran geändert. Klar, auf der einen Seite ist der Sven, auf der anderen Seite ist der Ricardo. Direkt hinter mir seht ihr quasi gerade den Blue Floor, den der Ricardo dann beschallen wird. Ja, im Hintergrund hört ihr vielleicht auch schon so ein bisschen die Musik. Wir haben heute so eine kleine Barbecue-Party mit ein paar Freunden. Viele von denen kennt ihr auch schon mal initiiert, damit wir uns ein bisschen mal warm grooven für die ganze Party am 4. September. Da gehen wir jetzt mal vorbei und schauen mal, wen da erwischen.